Hallo und herzlich willkommen zurück zu Paper Mario, The Origami King. Letzte Runde haben wir entdeckt, dass diese Riesengumpas Toad Town terrorisieren und haben hier gespeichert, nachdem wir Luigi gefunden hatten. Und der ist aber wieder aufgebrochen. Das heißt, der ist auf seiner eigenen Mission. Da soll er jetzt weitermachen. Ich würde mal hier, habe ich gesehen, können wir in den Turm laufen. Da können wir mal reingehen kurz. Schauen. Und wir machen auch weiter. Oh, guck mal hier. Tja, jetzt können wir zumindest sagen, dass wir den Palast gefunden haben. Denn da ist er. Danke, Olivia, das kann ich sehen. Aber der ist ganz schön weit weg. Aber an diesem Luftschlangen kommen wir nicht vorbei. Das kann ich jetzt schon sagen. Die sehen vielleicht nicht sehr reißfest aus. Aber wie ich meinen Bruder kenne, sind sie doppelt und dreifach gefaltet. Wenn nicht gar laminiert. Außerdem kommen sie aus allen möglichen Richtungen. Müssen wir etwa die ganze Welt bereisen, um sie zu lösen? Ach, sieht ganz so aus. Ah, wir müssen diesen. Ich verstehe, wir sollen jetzt diesen Origami-Schlangen da folgen. Die rote Luftschlange geht da entlang. Wenn wir ihr einfach folgen, müssten wir uns ja eigentlich in die richtige Richtung bewegen, oder? Das macht Sinn. Das ist eigentlich logisch. Dann folgen wir der Schlange, würde ich sagen. Ich glaube fast, dass uns die Schlangen zu Bossen führen, bestimmt. Und dann haben wir da bestimmt so einen Bossfight. Oh. Bin ich kurz reingefallen. Gut. Hier geht die Schlange lang. Gut sichtbar für alle. Ich nehme mal den. Oh. Bitte hilf mir doch jemand. Was ist hier los? Ich bin hier irgendwie zwischen den Dimensionen. Okay, schon wieder. Hey, das klingt ja so, als würde ganz in der Nähe jemand in der gleichen Klemme stecken wie ich seinerzeit. Wir sollten unbedingt helfen. Okay, Olivia, aber wo? Wo ist er? Vielleicht hier. Oh. Okay. Gut. Mit dem kämpfen wir kurz. Der ist jetzt da so schon runtergefallen. Da müssen wir uns echt mal drum bemühen. Guck mal, es sind gar nicht so viele. Einer hat sich bewegt. Okay, ich habe zwei Ringzüge. Ich muss einmal schieben. Und zwar nach da. Und einmal drehen. Zack. Toll angeordnet. Das war nicht so schwierig. So, und dann nehmen wir die Stiefel und hüpfen drauf. Sehr gut. Wir haben jetzt. Oh, über 9000 Münzen. Voll cool. Ich frage mich, was man damit machen kann. So. Ich meine, die Toads haben gesagt, dass sie ein paar Münzen nehmen für ihre Dienste. Ich habe das jetzt noch nicht probiert. Ah, aha, aha. Na dann, guck mal nochmal, die Faltarme. So, ist bestimmt hier oben irgendwo. Oder? Guck mal, das sieht aus wie so ein Reißverschluss hier. Und es sieht echt so aus. Lustig. Ah, cool. Ein Toad. Hallo. Ja. Oh, Puh, vielen Dank. Jetzt kann ich endlich zurück in meinen Laden in Toad Town. Ah, du bist der Besitzer von dem Laden. Den lasse ich nämlich nur ungern länger als ein paar Minuten allein. Ja, ich weiß, ich sollte da locker sein, aber komm mal vorbei. Komm doch mal vorbei. Wir führen Ausrüstung, Items und viele andere nützliche Dinge. Ja, tot. Ich komme auf jeden Fall vor. Oh. Mano, die Brücke war doch nicht immer so kaputt. Wie soll ich denn jetzt zu meinem Laden zurückkommen? Totan. 100% gerettet. Cool. Oh, habt ihr gesehen? Wir haben alle Toads gerettet in Toad Town. Können wir hier irgendwas machen? Abreißen. Oh, okay. Cool. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Du hast sie repariert. Ich danke dir. Ich werde sogleich zu meinem Laden eilen. Aber zuerst einmal hier ein Gratis-Exemplar aus meinem Sortiment. Viel Spaß damit. Oh, noch ein Pilz. Cool. Wir haben schon echt viele Pilze so. Eigentlich können wir gar nicht sterben. Ich muss los. Ich muss schnell das Feuer löschen, das bestimmt in meinem Laden ausgebrochen ist, als ich mal ein paar Minuten nicht da war. Okay, warte mal, guck mal. Warte mal, er hat ein Feuer? Oder gab es doch dieser Toadplatz mit dem Feuer, ne? Ich meine, ich habe jetzt so ein bisschen zwei Möglichkeiten. Ich könnte jetzt dem Tod hinterhergehen und gucken, was der mit dem Laden will. Und da was da mit dem Feuer ist. Oder ich gehe rechts dem roten Band hinterher. Ich würde mal ganz kurz. Ich würde mal gucken, was der Tod macht. So, wo sind wir jetzt? Ah, wir sind wieder auf dem Platz hier. Ich verstehe. Hier können wir mal kurz speichern noch. So, was ist hier? Sag mal her. Seilbahn zum Panoramaberg. Okay. Ich glaube aber, die war kaputt, ne? Die ging noch nicht. So, aber hier müsste der Laden irgendwo sein. Ich guck mal eben. Ich hoffe, dass da wirklich kein Feuer ausgebrochen ist. Guck mal, da oben ist auch noch so ein Gumpa. Ist das der Laden hier? Nee, aber da können wir reingehen. Da waren wir auch noch nicht drin.
Hallo? Ist da jemand? Oh. Okay. Können wir so ein Loch zumachen? Ich guck mal erstmal hier hin. Öffnen. Ah, cool. Bisschen Schnipsel. Vielleicht hier auch. Ah! Okay, ich glaube, wir müssen kämpfen. Wir haben dich gefunden. Du konntest dich nicht verstecken. Zwei Scharen. Okay. Ist ein bisschen merkwürdig. Warte mal. Nö, wieso? Wir müssen einfach nur den drehen. Zack. Das war's schon. So, die Stiefel. Einmal. Okay. Kämpfe sind ein bisschen merkwürdig. Ehrlich gesagt. Aber man gewöhnt sich daran so. Das ist eigentlich auch witzig. Nach einer Weile, wenn man das raus hat, hat es auch was. Cool. Kommt noch eine Runde? Nö. Meine, so kriegen wir auch Gold immer die ganze Zeit. Und das hat bestimmt auch noch seinen Zweck. Irgendwann. Ich meine, so XP gibt es offenbar nicht so richtig. Also so aufleveln habe ich nicht gesehen, dass wir das können. Vielleicht funktioniert das über das Item-System. Ich meine, wir haben ja jetzt so Hammer und Stiefel. Vielleicht finden wir da bessere Sachen irgendwann. Das kann ja sein. Okay, gucken wir durch. Ist ja schön. Gab es noch ein paar Münzen. Gut, dann gehe ich mal hier hoch. Warte mal. Kann ich das hier kaputt? Nein. Und hier? Tut mir leid, dass ich eure Möbel kaputt machen will, aber ich, vielleicht kommt ja da was Schönes raus. Nö, die war kalt nur. Okay. Ich habe gesehen, oben auf dem Dach war so ein Gumpa. Oh, hier ist so ein gelber Tod. Im Bild. Okay. Bei Luigi's Mansion könnte ich den vielleicht rausziehen, aber das ist ein anderes Game. Kann ich da rüber hüpfen? Nein. Lol. Wie soll ich da rüberkommen? Kleiner Moment. Gibt doch bestimmt einen Trick. Da gibt es doch bestimmt etwas. Oder war ich doof einfach? Nee, warte mal. Kann ich da... Juhu! Oder ist das bloß ein Hinweis dafür, dass man auf der anderen Seite irgendwie reinkommt? Ist da... Weil das wird ziemlich Zelda-typisch zum Beispiel. Dass man eine Sache sieht und dann aber... Lustig, guck mal den Origami-Pinguin da hinten. Guck, gibt es da eine Tür? Ja, nach vorne hin vielleicht. Ich weiß es nicht. Hä, ist komisch irgendwie, ne? Kann ich irgendwas abklopfen? Irgendwas zum Greifen oder so? Auch nicht, ne? Was für wo am Ende des roten... Ja, okay. Ja, reg dich ab. Wir gehen da gleich wieder hin. Ja, stimmt, sie hat recht. Ich verzettel mich ein bisschen, aber das ist egal. Ich will die Sachen ja rausfinden. Vielleicht können wir von außen irgendwie rauf. Guck mal hier, über das Gerüst vielleicht. Ah, interessant. Guck mal, da ist nämlich noch eine Tür. Okay, da könnte man vielleicht hinten rumgehen. Guck mal, das ist auch noch ein Shy Guy in dem Gebüsch. Ja, das ist voll interessant. Können wir hier rum? Nee. Können wir da rein vielleicht? Sag mal. Aha. Aha. Guck mal, das müsste ja auch irgendwie hier. Ah, cool. Cool. Das waren nochmal Münzen. 1000 Stück, wow. Stimmt, gäbe es nicht irgendwie Kommoden vielleicht da drüben auch? Die ich hätte irgendwie... Interessant. Ha. Kann ich hier vielleicht hoch? Ah! Ah, okay, das ist ein Geschicklichkeitsding. Ich muss auf die kleinen Dinger hüpfen. Okay, ist gar nicht so leicht. Okay. Scheiße. Aber es müsste gehen. Kleinen Moment. Ich hab's gleich. Ich hab's doch geschafft schon fast. Oh, nicht voll. Komm her! Yahoo! Ja! So, jetzt. Warte. Scheiße. Krass, das ist voll heftig. Okay. Aber man sieht halt auch nichts. Scheiße. Aber das muss gehen. Das geht, auf jeden Fall. So. Guck mal, weil es ist derselbe Abstand da nochmal, oder? Oder täusche ich mich? Kann es sein, dass das nicht reicht? Und dass das hier gar nicht der richtige Weg ist? Vielleicht geht's nicht. Vielleicht täusche ich mich. Aber kommen wir... Kommen wir irgendwie da hinten rum? Das muss doch gehen. Das muss doch irgendwie gehen. Da hochzukommen. Vielleicht aus dem Fenster raus. Ah, guck mal.
Wir müssen da... Okay, wir müssen aus dem Fenster raus, bestimmt, oben. Das ist es bestimmt. So, kleinen Moment. Und dann gehen wir hier. Gibt es hier ein Fenster? Und hier? Hä? Warum geht das nicht? Hier müsste eins sein. Und hier auch. Aber es geht nicht. Oder... Mach ich selber falsch. Aber irgendwie kann man hinten rumlaufen. Okay, ich verzettel mich übelst krass hier bei dem Ding. Aber ich würde gern da hoch. Das ist voll ärgerlich. Ärgerlich. Okay. Ich glaube, es ist tatsächlich so, dass man hier hochhüpfen kann. Das müsste so sein. Ich versuche noch einmal. Warte mal. Okay. Wow. Super schwer, aber... Hm. Okay, was ist hier passiert? Alles klar. Wo war denn der Laden? Weiß das jemand? Ich glaube, hier vorne vielleicht. So. Der müsste... Müsste doch irgendwo hier... Hier vielleicht. Guck mal da, das sieht so aus. Blitzpalast-Tafel von Toad Town. Hier, oder? Komm, Studio. Nee. Das ist das Museum. Hier ist der Laden. Okay, und da steht auch der Toad. Danke nochmal, dass du mich aus der anderen Dimension befreit hast. Jetzt kann ich wieder 18 Stunden Schichten im Laden schieben. Toll, ich bin froh, dass das der jetzt besser geht. Dafür kann ich dir gar nicht genug danken. Ich verkaufe massig tolle Sachen, schau doch mal rein. Jo, würde ich gerne machen. Blöd, dass ich da nicht hochkam, so. Aber eines Tages vielleicht. Jetzt gehe ich erstmal in den Laden. Ah, cool, guck mal. Aha. Guck mal, der hat coole Boots. Und voll viel Feuerblumen und Pilze. Okay, was ist das hier für ein Ding? Zeig mal. Na, was darf sein? Ich hoffe, du hast eine tolle Spendierlatzhose an. Na, zeig mal her, diese Boots. Eisenstiefel. Stärker als normale Stiefel und perfekt für stachelige Gegner. Okay. Was kosten die? Zeig mal. Eisenstiefel? Okay, 300 Münzen. Das ist doch voll okay. Die nehme ich doch. Cool. Eisenstiefel. Dann haben wir die jetzt gekauft. Die waren ja nicht so teuer. Toll, wenn ich das richtig sehe, hast du gerade eine Waffe erhalten. Die helfen dir im Kampf beim Angriff. Ich habe mal gehört, dass Waffen ganz verschiedene Effekte haben können, aber zuerst muss man sich damit im Plusmenü ausrüsten. Wenn du eine Waffe zu lange verwendest, kann sie kaputt gehen. Du solltest, das solltest du auch im hitzigsten Kampf nicht vergessen. Okay. Warum gehen die Sachen kaputt also? Danke, komm nochmal wieder. Okay, können wir die jetzt anziehen mit Plus? Zeig mal her. Dann warten wir hier Ausrüstung. Verfügbar, Eisenstiefel. Ah, können wir die hier... Stärker als normale Stiefel und perfekt für stachelige Gegner. Ganz normale Stiefel. Okay, verstehe. Gut, dann haben wir die jetzt quasi dabei. Aber müssen die nicht immer benutzen. Ich verstehe, das ist cool. Und dasselbe geht dann auch mit den Hammern. Interesting. Cool, vielen Dank, Toad. Ich habe jetzt sonst keinen Bedarf erstmal. Feuerblumen könnten wir hier auch holen, wenn wir müssten. Okay, dann lass wieder rausgehen. Okay, da war diese Box, die hatten wir schon aufgenommen. Vielleicht können wir hier hoch und dann dem Band folgen da oben. Guck mal, wir hätten einfach nur nach unten laufen müssen auf der Seite beim Brunnen und nicht links rum. Dann wären wir auch nicht über dieses rätselhafte Haus gestolpert, über das wir nicht hinauskommen. Egal. Ich gehe jetzt einfach den Band lang. Nach. Das Wasser sieht auch lustig aus, ne? Ist eigentlich cool gemacht, so. So ein bisschen durchsichtig und dann die Wellen. Wie so Pappstreifen, die da lang treiben. So. Gucken, wo das hinführt. Speichern. Das ist wichtig, muss man machen. Falls ich jetzt sterbe. Okay. Picknickpfad. Das sieht ja süß aus. Okay, und wir können hier vor allen Dingen so ein bisschen erstmal Löcher stopfen. Und wir können... Oh, das ist ein Riesenloch. Ey, so viel habe ich gar nicht. Komm mal her. Hier, ein paar Blumen. Das machen wir mal komplett. Da ist bestimmt was Schönes drin. Wenn das so viel ist. Zack! Komm jetzt hier.
erreichen. Also. Wow. Ah, cool. Okay, ich wusste, dass hier noch irgendwas sein muss im Busch. Komm her. Wer bist du? Kann ich auf dich klopfen? Ah ja. Cool. Oh Mann, der Süße. Ich habe mich schon so lange in diesen Blättern versteckt, dass ich ganz grün geworden bin. Moment mal. Nein, das kann doch nicht sein. Okay, ich muss jetzt einfach fragen. Ist das Luigi auch passiert? Bin ich der Luigi unter den Toads? Was? Weißt du was? Das wird jetzt mein Ding. Ich suche mir eine grüne Mütze, lass mir ein Schnurrbart wachsen und arbeite an meinem Grinsen. Oh, und wenn Luigi hier wäre, würde er es dir sagen, wenn du mit Plus das Menü öffnest. Dort kannst du dich mit Waffen ausrüsten, Items verwenden und dir alles mögliche hilfreiche Infos ansehen. Mama mia! Okay, na, wie war ich? Ja, wo fast wie der echte. Okay. Hat das was zu bedeuten? Warum sagt er mir das jetzt? Das ist aber cool, guck mal, wir haben hier so eine kleine Karte von allem. Graffiti-Kanäle, Toad Town, Flüsterforst. Das ist eigentlich cool gemacht. Toads gerettet, 50%. Ach, guck mal, hier sind auch so eine Achievements, die wir gemacht haben oder noch nicht gemacht haben. Voll cool. Grundlose Röcher repariert, 20%, 81%, 88%. Cool, wir haben auch ein paar übersehen, offenbar. Interesting. Cool, aber das ist gut, dass wir die Löcher reparieren können. So. Ah, cool. Das war hilfreich. Dankeschön. Können wir nämlich hier noch ein bisschen was stopfen. Vielen Dank. Hm. Wow. Hier ist es ja total schön. Bunte Blumen, blauer Himmel und Sonnenschein. Also, ich finde ja, es ist sogar so schön hier, dass wir anhaltend ein Picknick machen sollten. Nein, was rede ich denn da? Tut mir leid, Mario. Hier ist es einfach so schön. Ich hätte, da hätte ich fast die Luftschlangen vergessen und all unsere anderen Probleme. Nein, ist kein Problem. Ich verstehe. Ab und zu kann man mal Pause machen. Und damit das nicht zu schön ist, dass du so geblendet bist, traue ich die Blumen mal kurz und klein. Das brauchen wir sowieso für das ganze Konfetti hier. So, zack. Juhu. Cool. So, den Gumpa ignoriere ich mal gleich. Das mache ich gleich noch, aber... Guck mal, da hinten steht ein Koopa. Okay, ist das zu viel? Oh, scheiße. Es ist schwierig, sein Beutel hier gefüllt zu haben. Aber wenn wir den Gumpa jetzt killen, dann müssten wir eigentlich wieder neues Zeug kriegen. Oh, lol. Das ist ein Aggro. Jetzt ist mal nach da drüben gehüpft. Das ist egal. Den brauchen wir nur einmal drehen, glaube ich. Toll, wie die Toads, die wir gerettet haben, uns von der Tribüne aus zujubeln. Das sind ja total, die sind ja total aus dem Häuschen. Weißt du, was ihr Enthusiasmus noch steigern würde, wenn wir sie bezahlen? Halt Y gedrückt, wenn du ein paar Münzen übrig hast, um sie von, um sie den Toads zuzuwerfen. Da können ganz viele tolle Sachen passieren. Okay. Machen wir mal. Tada! Lol. Hat er gerade die Münze auf den Gumpa geworfen. Wow. Komm, wir nehmen... Wollen wir die Eisen... Ne, ich nehme mal die normalen. Ausrüsten. 1, 2, 3, 4. Wir haben hier gelernt, dass die normalen reichen. Und ich finde, dass die Eisenstiefel gleich kaputt gehen, so. Deswegen heben wir uns die noch ein bisschen auf. Okay. Sehr gut, das gab ein paar von den Konfetti-Dingern. Wieder einen vollen Beutel, dann können wir den mal kurz nutzen gleich, um hier so ein bisschen zu flippen. Ich weiß mal nicht, wie viel der braucht, aber so anhand der Größe der Löcher kann man das eigentlich ganz gut abschätzen. Okay. Kann man da hoch vielleicht? Hm, guck mal, das ist noch so ein Shy Guy. Nochmal. Oh, ich hab nichts mehr. Tada! Wieder voll. Guck mal, irgendwas ist hier auch. Seht ihr das? Irgendwelche Kreise. Kann ich das? Ah, guck mal. Lol. Ah, und dann verschwinden die. Da sind Münzen im Boden oder sowas. Das ist voll interessant. Lol. Ziehen. Ah! Ein Toad. Süß. Hoffentlich hattest du keine Schatzkarte oder Schriftrolle mit uralten Geheimnissen erwartet.
Nö, ich freue mich, dass du das bist und dass du da raus bist vor allen Dingen. Okay, kann ich hier noch irgendwie hoch? Das wäre voll interessant. Oder kommt man da aus der Höhle raus? Eventuell später. Oder? Okay. Wir haben gelernt, wir sollen auf die Dinge klopfen. Da könnten verschiedene Sachen drin sein. So. Oh, Entschuldigung, ich meinte links. Ach, geil. Ha, ich bin geflogen. Jetzt kann ich nur noch flattern. Süß. Witzig. Wo die überall rauskommen. Kann ich da? Ah, okay. Da kam auch noch einer. Mach mal. Ah, cool. Krass, wie viele das sind. Klasse, ich wusste doch, dass ich irgendwann, dass irgendwann jemand vorbeikommen würde, der das Bedürfnis hat, alles mit dem Hammer platt zu klopfen. Ja, ich bin froh, dass ich das war. Und dass du jetzt raus bist da aus deiner Misere, vor allem. So, nochmal. Cool. Da kommt der Gumpa. Ich lasse ihn mal kurz in Ruhe. Ich würde hier mal nach hinten gehen, kurz. Lol. Noch einer. Cool. Ich habe ja schon dreimal geblüht und es ist noch nie jemandem aufgefallen. Süß. Ja stimmt, du warst eine ganz andere Pflanze als die anderen. Okay. Oh. Das ist ein Schallgeist dabei diesmal. Ordne die Gegner an. Drehen. Okay. So. Und dann. Shit. Was mache ich jetzt? Ich glaube, ich muss einen entgegennehmen. Ein Damage. So, ich mache erstmal den Hammer. Mach die da weg. Zack. Ich habe es irgendwie nicht ganz geschnallt, was ich hätte tun sollen. Oh, Mist. Egal. So, und hier nehmen wir die Stiefel. Da müssen wir halt einen Damage fressen, das ist okay. Leute sind nicht tot. Okay, alles klar. Das ist nicht so gut. Scheiße. Lol, okay, ich verstehe. Ich habe zwei Züge wenigstens. Das heißt, ich kann die alle in eine Reihe bringen. Und ich nehme mal hier diese Stiefel einfach, um die zu versuchen gleich zu killen. Gut aus. Das haben wir noch gerettet. Schnell. Ah, ich verstehe. Also die Scheigeist, die halten mehr aus als die Gumpas. Jetzt musste ich doch die guten Stiefel nehmen dafür. Aber okay. Das ist ja cool eigentlich. Das ist doch ein bisschen taktischer als ich dachte, aber es war klar, dass es nicht so easy bleibt. Lol. Die Ente hat bestimmt irgendwas zu bedeuten. Ah, Mario, ich wusste gar nicht, dass du auf der Pilgerfahrt bist. Dass du auch auf Pilgerfahrt bist. Möchtest du dich unter den Panzer der Erleuchtung begeben? Nicht gut. Was los? Koopa Troopa. Nicht gut, nicht gut, gar nicht gut. Hey, hey, hey. Jetzt beruhig dich mal. Ist etwas passiert, das einfach nur nicht gut ist? Oder etwas, das schlecht ist? Schlecht, schlecht. Süß. Lustig. Okay. Ich werde mal gucken, erstmal, was hier am Start ist, bevor ich den beiden Panik-Troopers hinterherlaufe. Okay. So, mein Lieben. Okay, nochmal Shy Guys. Scheiße, ich hab... Okay, wir müssen... Lass mich überlegen. So. Scheiße. Ich glaube, ich habe nichts gebaut. Egal, ich versuche die einfach so zu kriegen. Gut. So viele Scheigers wie möglich. Und mit denen... Ja, mache ich so. Okay. Gegner ist am Zug. Ich muss mich unbedingt teilen. Aua. Au, ich müsste doch A drücken. Ich kann ja auch blocken. Das vergesse ich auch immer. Los, bring es zu Ende. Das
mache ich sehr gerne. Meine Angriffskraft ist erhöht. Sehr schön. Cool. Ich müsste dringend einen Pilz essen oder sowas. Vielleicht kann ich mich irgendwo ausruhen. Demnächst. Oh, shit, 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 shit. Okay, Moment. Ich brauche einen Pilz, glaube ich. Pilz! Das ist der erste, den ich esse. Aber wir haben so viele, ganz ehrlich, das ist okay. Ja, wenn man einen Fehler macht, muss man einen Pilz essen. Aber ist gar nicht so einfach. Guck mal. Gut, eigentlich, das ist easy. Die muss ich nur beide nach vorne schieben. So. Und dann so. Okay. Den kann ich auf den Hammer drauf. Damit fange ich an. Hä? Nein, falsch. So. Hammer. Ausfüllen. Okay. Exzellent. Und das war's mit dem Shy Guys. Sehr gut. Dann können wir hier einfach mit den normalen Stiefeln kurz raufhüpfen. Cool. Hat's geklappt? Ja, hat geklappt. Sieht super aus. Schlachtboni. Okay. Jetzt haben wir die mistigen, ekelhaften Dinger weg hier. Guck mal hin, da ist so ein Röhre auch. Das ist auch cool. Kann ich hier irgendwie hüpfen? Nö. Und hier? Was ist hier mit dem? Ich weiß es nicht genau. Die fahren einfach nur aufs Wasser. Aber irgendwas muss doch sein mit dem Schwan. Das ist doch nicht einfach so nur da. Sicherheit. Guck mal, hier geht das Dings lang. Hey, sieh dir mal das süße Haus an, um das die Luftschlange meines Bruders geschlungen ist. Meinst du, dass jemand drin ist? Ha, das sieht mir nach einem wirklich verwickelten Problem aus. Hm. Hallo ihr da drin, in dem total süßen Haus, wir wollen euch helfen. Wart einfach die Ruhe und wir kommen zurück, nachdem wir die Sachen mit dem roten Luftschlangen abgewickelt haben, in Ordnung. So, fertig. Jetzt fühlen sich die Leute im Haus bestimmt besser, ich bin sicher, Olivia. Dank deiner Unterstützung, deiner tatkräftigen, kann es denen nur gut gehen jetzt. So, hier kurz die Lücken verbessert, da ist schon wieder so ein Pumper. Hm. Ich bräuchte mal ein paar mehr Blumen. Okay. Guck mal, hier ist noch so ein Toast zum Fliegen, ne? Zack! Ich habe euch schon identifiziert, dass ihr kein Schmetterling seid. Ich kann zwar nicht ewig so weitermachen, aber ich kann es versuchen. Oh man. Cool, da kam voll viel an Konfetti raus. Was ist hier mit dem Briefkasten? Oh, mal das Post. Juhu! Ach cool! Danke, Mario. Toll, wie ich das hier schon vorher geschrieben habe, oder? Toad. Pff. Noch einer. Lol. Nenn mich Retro, aber ich setze noch auf Briefe aus Papier. Toad. Cool. Und noch einer. Toll. Jetzt kann ich meine Oma anrufen. Danke, Mario. Angeroll. Ach nee, Augenroll. Toad. Und hier kann man das noch untersuchen. Danke für deine Mühe. Dank dieser Erfindung fand ich sogar mich selbst. Toad. Schön. Cool. Die Toast ist mal aus dem Briefkasten gerettet. Bin ich hier? Haha. Juhu. Pff. Kurz versteckt. Hier ist bestimmt irgendwas Cooles. Den Platz. Komm. Weitermachen. Okay. Oh. Oh, hier fliegt auf jeden Fall ein Toad lang. Das ist fast so gut wie fliegen. Fast. Hm? Voll schön. Oh, guck mal, er ist voll sauer. Tut mir ja leid, dass ich dich da rausgeholt habe, Toad. Ich hoffe, du kommst drüber weg. Aber so siehst du besser aus. Und hier ist auch noch irgendwas. Komm mal. Lol. Danke, Mario. Also, diesen Abschlag habe ich jetzt in den Sand gesetzt. Ach, du spielst ja Golf. Witzig. Lustig. Guck mal, zum dran springen. Cool, wie in den alten Mario Games. Voll schön. Juhu! Wir haben gewonnen.
man die auch irgendwie von denen schaden kann, wenn die auf dich zurennen? Du machst zweimal aus wie Hammer. Okay. Bestimmt zwei Züge. Alles klar. So, euch nach vorne. Und dann. Hä? Warum drehen die das so komisch? Manchmal ist das, wechselt das mittendrin die Richtung. So, das ist zweimal Hammer. Easy. Ausfüllen. Und look! Oh, es war nur Spitze, egal, es hat gereicht. Und hier nochmal. Ausfüllen. Und los! Cool. Jups. Ich glaube, am Start jedes Kampfes erhältst du die Chance, dass du ohne Schaden da durchkommst, wenn du halt richtig drehst, ne? Guck mal, was ist denn das da oben? Irgendein Hund? Das ist bestimmt auch kein Hund. Kann ich mir nicht vorstellen. Komm, wir hauen den mal an. Siehst du? Wuff! Ich meine, wirf mal Stöckchen! Ich meine, komm zum Kampfstudio und wirf mal Stöckchen! Ich meine, wir gehören das. Was? Mir gehört das Kampfstudio in Toadtown. Komm doch mal vorbei. Es ist direkt neben dem Museum. Das haben wir schon gesehen, ja. Was denn? Du bist den ganzen langen Weg von Toadtown hierher gekommen und jetzt gehst du wieder zurück? Ja, genau. Du kennst eine Abkürzung. Die Röhre auf dem Panoramaberg könnte vielleicht eine sein. Ah, okay. Ich bin wohl etwas auf den Hund gekommen, also mache ich mich besser auf den Rückweg. Wir sehen uns im Kampfstudio. Wuff, wuff. Okay, wuff, wuff. Oh Gott, Entschuldigung. Oh, ich sollte noch erwähnen, dass gerade eine Bonusaktion für neue Mitglieder läuft und das bedeutet Geschenke. Wuff. Ciao. Ein Geschenk, toll. Toll, Geschenke sind umsonst. Wir müssen uns unbedingt das Studio von diesem Toad ansehen, Mario. So, Olivia, das machen wir aber nicht jetzt sofort. Wir sind ja gerade auf Mission. Guck mal, und hier kommt da noch ein Toad raus. Zack. Und noch ein Toad. Was ist hier los? Lustig. Auch nochmal gleich drei. Noch was? Okay, noch ein vierter. Tatsächlich. Komm, raus. Das ist lustig. Ich bin der Letzte. Das ist hoffentlich keine Enttäuschung. Oh, ich meinte nur, dass ich den letzten, dass der letzte Toad bin, der in dem Loch ausgerollt war. Ansonsten gibt es noch ewig viele von uns zu finden. Okay, alles klar. Witzig. Voll süß, so eine Kleinigkeiten, ey. Wie viele da drin gesteckt sind. Oh, guck mal hier. Hä? Noch ein Toad. Wow, wer hätte das gedacht? Guck mal. Ah, die Sonne, der Himmel, die frische Luft. Ich bin frei. Ja, lauf mal, mein Lieber. Voll süß. Sag mal, ist das nicht eigentlich besser, wenn man von oben an diese Kuppe springt? Können wir das eigentlich machen? Nee. Schade. Je weiter höher du von... Ja, also, ne? Wenn du von weiter oben an das Ding springst, dann müsste es doch irgendwas geben, bestimmt. Aber wie kommen wir da ran? Und hier können wir weiter hochlaufen. Das machen wir gleich. Ich gehe erstmal nochmal hier nach vorne. Kann ich den Berg, den Baum hochklettern? Geht das? Hm. Scheint nicht so, aber guck mal hier. Da klebt noch irgendwas Verkrüppeltes. Hallo? Klopfst du gegen alle Bäume hier oder nur gegen meinen? Gegen so ziemlich alles. Ich versuche rauszufinden, wie ich da rüberkommen kann. Nee. Ah, warte mal. Ich kann hier rüberspringen auf jeden Fall. Ah, ich kann hinter die Kulisse springen. Das mache ich mal. Einen Moment. Das ist interessant. Guck mal. Tada! Cool. Okay. Ah, warte mal, wenn ich die Löcher gegenüber zustopfe. Und dann das hier auch. Dann holt der neue. Hm. Wie mache ich das? Ah, okay. Ich muss irgendwie dafür sorgen. Ah, wie mache ich das?
So, jetzt wird er neu. Guck mal, hier sind zwei nebeneinander. Ich muss gucken, dass er in diese beiden geht. Oder in eins davon. Und dass bloß noch eins davon übrig ist. So, jetzt müsste er da drüben auftauchen. Genau. Und das mache ich zu. Und jetzt habe ich ihn. Tada! Ach, du warst das! Ich hätte es nie so schwierig gemacht, wenn ich das gewusst hätte. Hier, lass es mich wieder gut machen. Oh, cool. Wow, 1000. Vielen Dank, Toad. Super. Komme ich hier auch wieder raus? Ah ja, komme ich. Okay, cool. So. Komm ich da hoch? Nein. Zack. Ah! Ah, Leute, wir sind auf ihn drauf gesprungen. Vielleicht hat es schon Schaden gemacht. Tatsächlich ja. Lustig. Okay. Das müssen wir einmal kurz nach vorne schieben. Und zwar 1, 2, so. Nee. 3, 4. So. Und dann. Scheiße, ich weiß es nicht. So. Kacke. Ich habe keine Ahnung. Ich lasse es so. Zeit abgelaufen. Toll, egal. Irgendwie. Wie hätte ich die da. Egal. Ist gar nicht so leicht. Teilweise. Oder ich bin einfach zu dumm. So. Das kann ich auch mit dem Hammer machen hier. Zwei müssen wir tanken, leider. Ups. Gegner ist am Zug. Das habe ich geblockt. Das ging, das war jetzt nicht so schlimm. Tatsächlich war es okay. So, da können wir einfach nur raufhüpfen auf die Beine. Das schadet denen schon massiv und dann sind sie tot. Guck mal, die Reihen füllen sich langsam voll krass mit den Toads. Das ist voll schön. Das ist voll cool. Oh! Hui. Entschuldigung. Da bin ich kurz hineingefallen. Komm, das ist aber ein großes Loch hier. Das müssen wir echt mal stopfen. Das ist sehr gefährlich. Okay, das reicht schon. Okay. Hier gibt es noch ein Loch. Und das ist noch ein gelber Schmetterling. Cool. Hui, jetzt bin ich frei und kann im Flug Freudensprünge machen. Machst du mit? Nö. Ich geh weiter. Guck mal, wir haben einige gefunden jetzt hier. Vielleicht gibt es noch irgendwas Cooles hier im Zaun. Nö. Okay. Aber das war schon einiges. So, dann gehe ich mal nach oben weiter. Ich habe bestimmt ein, zwei übersehen. Auf jeden Fall. Eigentlich musst du ja alles abklopfen. Runde ist ja fast überall an jedem Ding was. Guck mal, da ist noch ein Stein. Den können wir nochmal. Das lohnt sich eigentlich auch. Nö. Und Löcher sich auch keine mehr. Dann gehe ich mal weiter jetzt. So, mal sehen, wo das Ding hinführt, diese rote Schnur. Okay, krass. Panoramaberg. Hm, sieh mal die rote Luftschlange. Krass, okay. Sie geht bis ganz nach oben. Da hoch zu klettern ist doch kein Problem für dich, oder? Also für deine Beine. Ich sollte gehen. Ach, was rede ich denn da? Du bist Mario. Klar schaffst du das. Und ich mache es mir so lange in deiner Tasche bequem. Okay, na dann geht's los. Guck mal da. Ah, das sind Starris. Krass. Ding, ding, dong. Panoramaturm voraus. Dieser Pfad führt direkt zum Panoramaturm, Mario. Okay. So. Ach cool, das Kampfstudio ist offen. Haben wir jetzt eine Nachricht bekommen. So, ich geh mal hier. Oh, was ist das? Ach cool, hier sind neue Eisenstiefel. Cool. Lol. Der hat mir noch kurz zermatscht. Schwupps. Okay, Stachis. Okay, die müssen wir einfach nur nach vorne schieben. Das heißt, haben wir den. Hm. Scheiße. Nee. So. Sonst werden sie nicht in einer Reihe. Okay. Ah ne, warte. Die Eisenstiefel, genau. Weil die haben Stachis.
1, 2, 3, 4. Sehr gut. Cool. Unsere ersten Stachelgegner. Gut. Da haben wir jetzt schon gesehen, dass wir die mit den Eisenstiefeln 4 ausrichten können. So, was steht auf dem Schild? Ein Herz für Insekten. Sei nett zu unseren vielbeinigen Freunden und nähert euch langsam, okay? Sollen also nett sein zu den vielbeinigen Freunden. Das sind wir doch sehr gerne. Okay, hier können wir noch irgendwas reparieren. Das ist eine Bank. Cool. Praktisch. So, das reicht. Können wir uns mal kurz ausruhen. Ah. Hör genau hin. Ich höre doch was. Das muss der Fluss sein, der da sagt Plitsch, Platsch. Huch, hör mal noch genauer hin. Auch die Fische sagen was. Ich spüre, ihre Sprünge sagen Plotsch und Plutsch. Wie faszinierend. Pff. Danke für diesen Kommentar, Olivier. Ich freue mich vor allen Dingen, dass ich geheilt bin und dass ich mich hier auch weiter hinein kann. So kann ich mir die Pilze sparen. Das ist praktisch. So, hier können wir hoch, ganz eindeutig. Gibt's da noch irgendwas? Nee. Dann machen wir das doch. Guck mal hier. Grashüpfer, bleib hier. Lol. Okay. Interessant. Den habe ich. Ich wusste fast, dass das einer ist. Danke, Mario. Ich habe vor lauter Hüpfen meine Beine schon fast nicht mehr gespürt. Süß. Voll cool. Eigentlich ist alles gefightet. Das sind irgendwelche Codes oder... Ja, irgendwelche Secrets auf jeden Fall. Das ist voll süß gemacht. Voll viel Collectibles auf jeden Fall. Und hier ist auch noch irgendwas. Zack. Ich bin gerettet und nun werde ich dich retten, Mario. Drück auch mal Minus. Wenn du in der Klemme steckst, dann steht dir eine Riesenmenge an Informationen zur Verfügung. Echt jetzt. Steuerung, Einstellung, grundlegende Infos. Alles an einem Ort. Okay. Irgendwann bestimmt. Oh je. Okay. So, ich will hier zuerst an diese Box. Lol. Guck mal, so eine Geflügelten kenne ich halt auch noch nicht. Mist. Mit dem Hammer hätte ich den wahrscheinlich noch was verpassen können. Was machen die? Hier, sie hüpfen bizarr. Gut, das ist easy. Eigentlich brauche ich keine 2 Ringzüge dafür. Ich kann die so alle zusammen aufreihen. Ach doch, ich brauche doch 2 Ringzüge. So. Toll angeordnet, Mensch. So, wir nehmen die zuerst. Die sind irgendwie aggro. Ich nehme mal die Eisenstiefel, die machen mehr Damage. Ich weiß nämlich nicht genau, wie viel die fressen, diese Geflügelten. Aber es reicht, um sie zu killen. Cool. Und dann nehmen wir hier die normalen Stiefel einfach und gucken, ob das auch geht. Mario tut eine Aktion. 1, 2, 3, 4. Eben nicht. Guck mal. Die haben es überlebt. Ich verstehe. Jetzt ist er im Zug. Geblockt. Na toll. Verstehe. Okay, ich hätte beide Male die Eisenstiefel nehmen müssen. Okay, gut, aber das ist mal das weiß. So, dann können wir das jetzt mit den normalen Stiefeln zu Ende bringen. So. Okay, interessant. Aber man ist halt echt cool aufgebaut. Man lernt halt die ganze Zeit kontinuierlich, wie das funktioniert. Und wenn du eine Mechanik kannst, dann kommt er mit der neuen so. Und irgendwann werden die Kämpfe schon sehr anspruchsvoll sein, nehme ich an. So, ich gucke mir erstmal an, was die hier machen. Sparfüchse, Rabenheftritter und Gutscheingenies, aufgepasst! Du dort, der fidele Herr mit dem prächtigen Schnauzer, darf man dich vielleicht für ein goldenes Angebot interessieren? Ja, klar. Ohren gespitzt, liebe Leute, dieses außergewöhnliche Angebot gibt es nur hier und nur heute. Ein echtes Schnäppchen, jawohl. Okay, zeig mal her. Uff, wow. Weitet euch an der Wunderkugel, das runde Allround-Talent unter den Alleskönnern, ein echtes Unikat. Wahnsinn! Schaut doch, Leute! Das ist ja eine Panzerkugel, die brauche ich! Gemach, werte Interessenten, mein Kleinod kugelt uns nicht weg. Doch wenn es verkauft ist, ist es futsch. Und die Chancen auf ein solches Schnäppchen kommen so schnell nicht wieder. Das Gebot startet bei 10.000 Münzen. Nur 10.000 Münzen für die für diese unentbehrliche Rarität. Ganz schöne Summe. Das ist viel zu viel. War es? Nein. Entschuldigung. Soll ich das kaufen? 10.000 Münzen ist voll viel.
krass, aber wozu brauche ich das? Ich nehme das mal mit, das brauche ich bestimmt. Los, gib her. Heute ist mein, dein Glückstag. Verkauf für 10.000 glänzende Goldmünzen an unseren freundlichen Herrn Schnurrbartträger. Vielen Dank. Wichtiges, grüne Panzerkugel. Okay, aber es ist bei Wichtiges abgelegt, deswegen ist es schon mal nicht schlecht. Die grüne Panzerkugel aus der Auktion eines dubiosen Maulwurfs. Oh, alle sind ganz enttäuscht. Was meinst du, was das hier ist? Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Komm, wir gucken mal, was wir da gekauft haben für unglaublich viel Geld. Zubehör, Items, Wichtiges. Guck mal, der Kanal der Gärgen ist ja auch grüne Panzerkugel. Die grüne Panzerkugel aus der Auktion des dubiosen Maulwurfs. Ich bin sicher, wir können sie gleich gebrauchen. Guck mal, wie viele Gegner hier rumstehen, ey. Sollen wir die alle besiegen? Ich denke schon. Das wäre schon ganz gut. Außerdem haben wir gerade so viel Geld ausgegeben, dass wir wieder ein bisschen was verdienen müssen. Erstmal. Okay, die sind jetzt echt bizarr gesprungen. Warte mal, wenn ich so den hier erstmal nach da schiebe. Und dann den Ring vielleicht dahin drehe. So. Dann habe ich irgendwas gemacht, aber nicht das Richtige. Egal, ich mache das jetzt sogar so. Scheiße. Na gut. Eisenstiefel. Schipp das mal auf diese Köpfe. Okay, guck mal, die haben es überlebt. Scheiße, das wird ganz schön anstrengend werden. Okay, ich muss die killen. Oh je. Okay, das Anhauen ist ziemlich wichtig, offenbar. Kannst du nicht einfach so drauf scheißen? Guck mal, die haben mich voll umringt. Au. Wow. Was war das zur Hölle? Okay, warte mal, wir könnten die beiden zusammenschieben. So. Und die beiden wenigstens so zusammenschieben. Dann habe ich da die Möglichkeit, mit dem Hammer raufzuhauen. So. Excellent. Zack. Wow. Okay, das war ein bisschen gut Damage. Und den schlage ich auch nochmal mit dem Hammer. So. Excellent. Puff. Und fort mit dir, du Ungetüm. Guck mal, 22, ey. Haben echt viel Damage bekommen. Zack. Aber gut, dass die Bank da ist. Da unten, da gehe ich nochmal schnell hin. Diese Option war interessant, muss ich echt sagen. Guck mal, da sind ganz viele Toads da oben. Okay, da gehen wir gleich hin. Ich gehe nochmal schnell an die Bank hier. Die hilft uns für den Moment. Ha! Sehr gut. Okay, wieder hoch. So, hier so ein bisschen kleines Labyrinth oder sowas, ne? Ja, aber da waren wir jetzt schon. Da haben wir die Option. Wir haben ganz schön viel Geld ausgegeben. Ich hoffe, dass die... Ah, die, natürlich wollen die was von uns. Lol, alle beide. Scharenschlacht. Zwei Leute. Okay. Die sind darüber gehüpft und darüber gehüpft. Ja, im Grunde kann ich die doch so drehen einfach. Und einer ist übrig, aber das ist dann halt so. Scheiße, ich weiß es nicht. Ne, kann ich nicht einfach die noch? Ach, ist egal, dann bleibt nur einer übrig. So, Hammer. Zack. Erstmal den wütenden Mob hier. Excellent. Zack. So, die sind weg und dann machen wir, genau, den haben wir hier noch hin. Dann lassen wir den einen wütenden da halt wütend sein und dann fressen wir den Damage davon. Schwupps. Also, ich bin sicher, es gibt eine Möglichkeit, das immer zu lösen, aber das... So schnell kommt man oft nicht auf die Lösung. So, Ding ist zu Ende. Da können wir kurz aufhüpfen. Oh lol. Süß. Der ist vor mir hingefallen. Der Arme, der tut mir fast ein bisschen leid. So. Okay. Letztes Schergen. Achso, da kamen noch welche. Alles klar. Die hüpfen irgendwie super bizarr teilweise. Es ist einfach echt komisch.
Kann ich die... Warte mal. Wenn ich den hier nehme und den hier mit reindrehe. So. Und dann den... Dann habe ich's. Cool. Okay, alles klar. Zweimal Hammer. Einmal hier. Ich glaube, das war auch davor die Lösung. Die Runde davor. Schwupps. Und dann hier nochmal. Ausführen. Ich glaube, meine Stiefel sind kaputt. Kann das sein oder so? Die wirken irgendwie abgeranzt. Oh Mist. Das hat gereicht. Ja. Okay. Schwupps. Sehr gut. Kann ich hier runterhüpfen? Juhu. Ah, kann ich. Und es ist eine gute Entscheidung gewesen, das zu tun. Geilo. Cool. Schatzmini. Büschel. Vielen Dank. Die kommen ins Museum dann. Die werden da wohl ausgestellt. Irgendwie. Hier könnte ich auch runterhüpfen. Was ist das hier für ein Schild? War irgendwie ein komisches Schild, ehrlich gesagt. Wenn du auf dem Weg bleibst, führt er dich bis ganz nach oben, Mario. Frag lieber nicht, wie lange ich hier schon darauf warte, dir das zu sagen. Nee, ich frag nicht. Ich bin auch wieder ganz nach unten gekommen, weil ich jetzt ständig nach unten laufe. Wieder. Um alle Geheimnisse zu finden. So, jetzt gehe ich aber nach oben. Nein, erst noch das Loch da hinten stopfen. Viel Spaß mit dem neuen Glitzerstein. Dankeschön. Oh, was ist das hier? Kann ich darüber? Ja. Schwupps. Aha, okay. Ich dachte, da kommt vielleicht was Interessanteres als das, aber... Ja, sorry. Pff, es tat mir leid. Okay, was ist das? Ah, hier ist die Einser-Röhre. Na sowas, das ist ja mal eine ganz schicke, glänzende Röhre. Und dann auch noch so mit so einem fröhlichen Rot. Hatten wir nicht mal irgendwann von einem Abkürzungsröhre gehört, die nach Toadtown führt? Vielleicht ist das ja diese hier. Vielleicht ja. Okay, cool. Ist noch ein Herzchen. Sehr schön. Kann man die benutzen? Abreißen. Ja! Cool. Ich glaube, da komme ich im Museum raus. Wir können es ja mal versuchen. So, betreten. Farbröhre schlüpfen. Ja. Schwupps. Komm, wir probieren das mal aus. Müsste dann hier wieder landen, oder? Speichervorgang. Genau. Cool. Das ist die erste Röhre, die wir freigeschaltet haben. Richtig gut. Das ist das Museum hier. Panoramaberg. Okay. Na dann. Wieder rein. Ja. Juhu. Das heißt, wir müssen die erstmal finden. Dann müssen wir die Siegel lösen. Und dann können wir die benutzen. Jetzt wissen wir das auch. Voll cool. Okay. Hier die Steine. Okay. Das haben wir gerade gemacht. Das ist ja alles neu gespawnt. Sagt mir das nicht. Ich danke meinen Freunden und meiner Familie und meinen Trainern und meinen Lehrern und allen Toads, die an mich geglaubt haben. Das hier ist für euch. Ist süß. Ich weiß nicht genau, was seine Leistung jetzt gerade war, aber okay. So, das stopfen wir. Vielen Dank. Ah, Goomba. Oh nein. Oh. Geh bloß weg. Ist klar, aber... Das ist nichts Neues. Wir müssen den bloß irgendwie von hinten erwischen. Ich weiß nicht genau, wie wir das machen wollen. Aber den ein bisschen vorlocken. Autsch. Hier bin ich. Okay. Hat er gerade aufgegeben? Ich bin ein bisschen rabiater gerade. Aber auch egal. Guck mal, ihr droppt eh ein Herz. Sehr schön. 20 zurück. Sind wir bei 46. Okay. Die Musik ist immer noch da. Irgendwie ist es noch nicht überstanden. Coole Sache. Okay. Es gibt bestimmt einen Bossfight hier oder sowas nachher. Ich bin schon voll gespannt, was das sein wird. So, hier können wir kurz speichern. Dann mache ich die Steine noch kurz kaputt hier in dem Garten. Da ist bestimmt noch irgendwas dabei. Lol, ist gerade weggelaufen? Habt ihr es gesehen? Was ist das? Lustig. Pff. Okay. Okay, das ist eigentlich gar nicht so schwierig. Den müssen wir dahin. Na, vielleicht doch. So. Kacke, ich weiß es nicht. So. Zeit abgelaufen. Was? Warum?
Okay, das hätte ich einfach nur schneller machen müssen. Gut, den Damage müssen wir kurz nehmen. Das war jetzt aber nicht so schlimm. So, Duck was nochmal raufgibt. Excellent! Juhu! Mann, ich habe so viel Geld ausgegeben für diesen ollen Glitzerstein. Ah, cool. Guckt mal an. Deswegen war der auch nicht dolle schwer, muss ich sagen. Interesting. So, das nehmen wir noch mit. Und dann stellen wir uns mal rauf und nehmen die Faltarme. So, das ist doch ganz eindeutig hier oben und nach unten. Oh, Wahnsinn, Mario. Das ist ja total interessant. Aber auch ein bisschen gruselig. Das ist das Skelett eines Koopas. Das muss hier eingeschlossen worden sein, der arme Kerl. Hier ist noch so ein gelbe Panzerkugel. Ah. Die gelbe Panzerkugel aus den Fängen des Knochentrockens. Tja, das ist noch einer von diesen komischen Steinen. Zu irgendwas müssen die doch gut sein. Ich bin sicher, die werden wir brauchen. Ruh deine müden Knochen aus, Koopa. Jetzt bist du an einem besseren Ort. Klicke die Klack. Hey, ich bin gar kein Koopa und mir geht's gut. Ich bin doch ein Knochentrocken. Süß. Ach, er hat so richtig glücklich ausgesehen. Wir werden ihn niemals vergessen. Nein, ich werde mich immer an ihn erinnern. Okay, kann ich aber noch da hoch? Ich will da hoch irgendwie. Vielleicht müssen wir uns dann später nochmal fallen lassen. Gut, lass uns erstmal weitergehen. Hier kann ich noch ein Loch flicken. Jetzt mache ich auch. So. Jetzt nochmal ein Stückchen Weg zurück. Ah, cool. Das ist dieses Koopa-Beet. Dieses Toad-Beet. Juhu, komm raus, mein Lieber. Danke, bitte hilf auch meinen Freunden, ja? Kein Problem. Bin dabei. Komm. Wie grausam, mich einfach in den Boden zu stecken, wie einen ganz gewöhnlichen Pilz. Unverschämt. Das ist wirklich gemein, ganz ehrlich. Ihr seid keine Pilze, ihr seid nur Pilzwesen. Komm raus. Oh, was hast du an? Lol, wirst du gefressen gerade? Aufhören, das kitzelt. Lol. Oh mein Gott, der Arm. Scheiße. Oh, und er ist nur ein Kopf. War ein Kopf. Du bist nun verflucht vom Geister-Tod-Kopf. Ich mach nur, auch nur Spaß. Mein Kopf ist einfach nur hinter mich gefaltet. Siehst du? Lol, guck mal, da ist noch ein Arm. Seht ihr das? Ziehen. Ich war am tiefsten vergraben, weil sie von mir am meisten Ärger, Angst hatten. Oh ne, Ärger, Angst. Und nun wird die Rache mein sein. Okay, die sind verrückt, die Toads. Sag ich dir jetzt schon. Okay. Ich will kurz flicken. Geht das? Ja. Schwupps. Ich will das alles abgehen hier. Ich will das alles mitnehmen. Oder jedenfalls, ne? So gut wir können. Was machst du hier? Dieser fiese Fisch hat mir meinen Glückstein geklaut. Okay. Zeig mal her. Möchtest du angeln? Ja, klar. Dieser fiese Fisch hat meinen Glückstein geklaut. Kannst du mir nicht helfen? Ich zeig dir auch, wie man angelt. Also, mal sehen. Zuerst einmal solltest du ZL und ZR gut im Griff haben. Visiere dann den... mit L einen Fisch an. Okay. Schüttle beide Joy-Cons, um die Angel auszuwerfen. Wenn du bereit bist, je heftiger du schüttelst, umso weiter fliegt der Köder. Wenn ein Fisch auf ihn aufmerksam geworden ist, beginnt er daran zu knabbern. Dann brauchst du nur noch viel Geduld. Die Fischis lassen sich gern etwas bitten, warte also, bis sie den Köder ganz verschluckt haben. Die Schnur holst du mit einem festen Ruck von Joy-Con wieder ein. Okay, alles klar. Verstehe das nicht. Okay. Haben wir das gesehen? Hä? Ah, okay. Lol. Sag nicht, ich muss das machen, um diesen Stein zu finden, den ich bestimmt brauche. Kann ich das bewegen so? Okay. Der hat's gesehen. Wow.
Oh. Lol. Okay. Witzig. Okay. Wie viele Dreizüge? Okay, wir können. Wenn wir die einfach. So. Okay. Shit, das schaffen wir nicht. Ah, doch, das geht, glaube ich. So. Und dann so. Kacke. Egal. Ich mach's mit dem Hammer. Spitze. Oh. Geblockt. Oh, scheiße, 17 Damage. Oh mein Gott. Das war ganz schön schmerzhaft. Ich muss auf jeden Fall ihn hier nach vorne holen. Dann nach da drehen. Und dann ihn hier, keine Ahnung, auch nach vorne holen. Ich weiß es nicht. Ich schaff's eh nicht. So. Dann nehme ich die Eisenstiefel. Zack. Okay. Der dürfte mich auf keinen Fall normal angreifen. Eisenstiefel sind kaputt. Okay, alles klar. Gegner ist am Zug. Scheiße. Geblockt. Ich bin voll tot fast. Oh mein Gott. Alles klar. Es wird voll heftig, wenn man das nicht richtig anordnet und so. Ist voll wichtig, dass man das macht. Okay, die haben wir geschafft, aber. Wow. Vielleicht solltest du einen Pilz essen. Tada! Blaue Panzerkugel. Die blaue Panzerkugel aus dem Bäuchlein des Cheep Cheeps. Du bist ziemlich gut darin, diese merkwürdigen Steine zu sammeln, Mario. Danke, dass du mir meinen Glückstein zurückgebracht hast, aber irgendwie habe ich gewusst, dass er eigentlich nicht mir gehört. Kannst du ihn zurück in den Tempel bringen, wo er hingehört, aber sag vielleicht nicht, wo du ihn gefunden hast. Okay, also ein Tempel. Okay, ich glaube, wir müssen dringendsten Pilz essen. Guck mal, wir haben eh 9 Stück. Ich muss einen essen. Ist ein bisschen ärgerlich, wenn jetzt hier doch eine Wand gleich noch kommt oder sowas. Aber so ist es besser, als dass wir sterben. So. Möchtest du vielleicht nicht dein Spiel speichern? Okay, sollte ich. Meinst du? Dann mache ich das wohl. Guck mal, habe ich gemacht. So, hier hoch. Ah! Oh mein Gott! Oh. Was ist das? Ein Stern? Ah! Damit bin ich unverwundbar und kann durch die durchlaufen. Komm her! Das hatten wir schon mal. Haha, ihr könnt mich mal. Geil. Richtig gut. Kann ich noch was damit anfangen? Hier zum Beispiel. Verschwinde! Cool, ich mag die Sternmusik halt, die ist voll geil. So, und wir waren auch verwundbar für einen kurzen Moment. Guck mal, die Schlangen, die wehen sich hier alle rum. Ich glaube, die haben hier ihren Ursprung, oder? Sind auf jeden Fall ziemlich weit oben. Ich würde noch hier die Löcher kurz stopfen. Was da dann passiert. Ich weiß ja nie. Kann ja an jeder Ecke was lauern. Guck mal her. Hier zum Beispiel. So. Okay. Was? Ah, komm, hier ist ein Tod noch. Ganz zerknüllt, der Arme. Kümmere dich nicht um mich. Ich glaube, da gab es ein Erdbeben. Alles in Ordnung bei dir, Mario. Entschuldige, keine Zeit, die Antwort abzuwarten. Tschüss, Toadie. Kommen wir da hoch? Bisschen interessant, ehrlich gesagt. Aber da geht es noch eh noch weiter hoch. Vielleicht, wenn wir da runterspringen von oben. Eventuell. Okay, können wir auch nicht weiter. Das sieht so aus. Sieh mal. Bei der Seilbahn spielt ja ein Toad mit den Luftschlangen herum. Ich glaube nicht, dass er damit rumspielt. Hallo, Sie da. Könnten Sie mal aufhören, mit der Luftschlange zu spielen? Das ist nämlich ganz schön gefährlich. Kommen Sie lieber da raus. Oh, natürlich. Einfach mal so rauskommen. Überhaupt gar kein Problem. Ich stecke hier fest, meine Liebe. Denkst du etwa, ich halte hier freiwillig den ganzen Verkehr auf? Meinetwegen kommt niemand mehr auf die
Herbsthöhe, um mich daran zu erinnern, daran haben sie alle Spaß. Oh ja. Oh, hiermit können wir auf die Herbsthöhe gelangen. Also wenn sie nicht in der Luftschlange eingewickelt wären, meine ich. Gut zu wissen. Das muss dann der rötliche Berg dort drüben sein, oder? Cool. Ach, diese blaue Luftschlange, die da vorne beim roten Berg flattert. Ein echt toller Farbkontrast. Moment mal. Da ist die blaue Luftschlange, Mario. Die Aussicht ist so schön, dass ich erst gar nicht kapiert habe, worum es sich handelt. Nachdem wir uns um die rote Luftschlange gekümmert haben, sollten wir wohl zurückkommen und der blauen folgen. Lassen Sie den Kopf nicht hängen. Sie wissen schon, immer locker bleiben. Oh nein, das ist ja noch schlimmer. Wir kommen später nochmal wieder, ganz bestimmt. Kann nichts tun, glaube ich gerade für ihn. Das heißt, es ist doch abgeblockt mit der Schlange. Herbsthöhlen, Seilbahn und Panoramaturm, okay. Haben wir den erwischt? Weiß es nicht. Ja, haben wir offenbar. Okay. Das war merkwürdig. Guck mal, wir haben zwei Züge. Wir können auf jeden Fall den hier. Nee. Wir müssen den drehen. Oh Gott, ich habe keine Ahnung. Und den so. Ja, das funktioniert doch überhaupt nicht. Ich glaube, im Prinzip vielleicht. So, ich muss leider mit den normalen Schuhen springen. Okay. Mist, dass meine Stiefel kaputt sind. Scheiße. Was mache ich denn jetzt? Okay, ich nehme die hier und raub denen die Flügel. Das ist nicht so gut. Gegner ist am Zug. Lol. Geblockt. Aber immer noch 10 Damage. Scheiße. Okay, das müsste machbar sein, wenn ich die einfach so zusammendrehe. Scheiße. Okay, Mist. Ich hätte den nach vorne schieben müssen irgendwie. Ich habe das echt noch nicht so ganz raus. Sorry, wenn ich da so noobig bin. Mit dem Drehen und Schieben. Okay, wir können nochmal angreifen. Das würde ich auch tun. Das war die beiden hier. Okay. Jetzt haben wir bloß noch drei Gegner. Die können wir auf jeden Fall dodgen. So, und hier können wir nochmal schnell raufhüpfen, einfach mit den Stiefeln. Dann haben wir es. Und das Ganze schöpft schon der eine. Sehr schön. Ich verstehe, also du kannst halt versuchen, richtig zu drehen am Anfang und dann kannst du den Schaden so gering halten wie möglich. Ein bisschen was kannst du, also du kannst geringe Fehler machen offenbar. Kannst ein bisschen dodgen, aber nicht alles. So. Okay. Hier geht's weiter, hier geht's aber auch weiter. Mal ganz kurz gucken. Und was ist, wenn ich hier runterspringe? Komme ich hier wieder raus? Okay, verstehe. Also nichts wirklich Spannendes. Vielleicht hier, wenn ich die Blumen noch kaputt mache? Vielleicht noch ein Toad? Nein? Okay, dann gehen wir jetzt einfach weiter. Merken, dass wir hier zurück sollen, wenn wir fertig sind mit der roten. Wer weiß, was uns da am Ende erwartet. Oh mein Gott! Stachis, scheiße. Und ich habe nichts zum Ausweichen. Nicht so gut. Oh mein Gott, das sind... Oh shit, das ist unser Ende. Ordnet die Gegner an. Okay, warte mal. Drei Züge. So. So. Und dann haben wir es. Perfekt angeordnet. Okay. Shit, ey. Stiefel. Fangen mit den Stachis an. Ich hoffe, dass die mir kein Damage machen, wenn ich auf die hüpfe. Au! Doch. Das ist dolle schlecht. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Kacke.
glaube, das war's, oder? Das kann ich nicht schaffen. Ohne die Schuhe. Vielleicht sollte ich mir echt neue Schuhe kaufen. Gegensatzanzug. Fuck. Oh mein Gott. Null. Down. Kacke. Ich war zu angeschlagen. Game over. Lustig. Letzter Speicherstand. Okay. Mist. Ich muss mehr Pilze nehmen. Ich dachte, ich kann da einfach durchmarschieren, aber offenbar ist es nicht so. Okay, wir haben hier gespeichert das letzte Mal. Alles klar. Gut, dass ihr uns nochmal daran erinnert habt, dass wir das machen sollen. Jetzt müssten die Womps wieder kommen. Genau. Mist. Okay, gut. Okay. Jetzt wissen wir, was wir machen müssen. Das passiert mir nicht nochmal. Zack, 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 zack. Und wisst ihr was? Ich werde jetzt, genau, die hier noch schnell vernichten alle. Und vielleicht schaffe ich noch bis da ganz hoch. Nee, schade, leider nicht. Da kommt dieser Spann wieder. Okay, ja, wir helfen dir da raus. Ich komme wieder, versprochen. Keine Frage. So. Aber ärgerlich, Mist. Ja, blaue Luftschlange. Das hatten wir alles schon. Okay, sorry, Leute. Hab ich nicht mit gerechnet, dass das jetzt so schwierig ist, auf einmal. Beziehungsweise dachte ich, ich kann einfach durchmarschieren, aber offenbar war es nicht so. Muss doch besser anordnen irgendwie, aber ihr habt ja gesehen. Ich weiß nicht, wie ich die Stachis kriegen soll, ehrlich gesagt. Außer ohne, also nur mit dem Hammer müsste es gehen. So, was kann ich denn? Zwei Züge. Das macht überhaupt keinen Sinn, was ich da gemacht habe. So. Scheiße. Okay. So. Spitze. Und nochmal. Ich frag mich, ob es irgendwann soweit sein wird, dass ich noch Unterstützer bekomme, quasi, dass ich nicht mehr alleine kämpfe. So, warte, die müssen wir auf eine Bahn bringen. So, und den hier drehe ich dann noch mit rein, dann haben wir wenigstens vier in einer Reihe, können da die Stiefel benutzen. Mal tritt in Aktion. Okay, cool. Und was können wir nochmal machen? Okay. So. Ich nehme den Hammer einfach. Spitze. Was? Der ist nochmal am Zug. Wieso? Ich frage mich, ob die Toads mich hätten retten können gerade eben. Das habe ich ja noch nie probiert, irgendwie mit denen. So. Das ist ein bisschen ärgerlich, weil ich jetzt irgendwie ein paar Geheimnisse verloren habe, die ich schon gefunden hatte. Ich könnte jetzt aber trotzdem nochmal... Oh, warte mal. Ich muss einen Pilz nehmen, offenbar. Mache ich auch. Bin diesmal vorsichtiger. So. Da müsste gleich eine Stachel rauskommen. Nummer 100. Das Problem ist, ich habe halt echt keine scheiß Schuhe. Ich weiß gar nicht, was ich damit machen soll. Ich kann eigentlich nur ausweichen den euren Stachis. Oh, guck mal da. Ja, ich darf mich da einfach nicht lange aufhalten, so. Das ist ein bisschen ärgerlich, muss ich sagen. Endlich, der Gipfel. Was für eine ansteckende Kletterei. Ne, anstrengende. Ansteckend. Das sieht voll geil aus, ne? Im Hintergrund. Irgendwie. Die Struktur. Das für dich gewesen sein muss. Ich hab's ja leichter und so gut gemacht, Mario. Alles klar, jetzt müssen wir nur noch reingehen und die Luftschlangen finden und... Ih, was ist das? Sieht aus wie Kacke. Sag mal, Mario,
sehen Türen immer so aus? Nicht, oder? Wie kommen wir rein? Voll merkwürdig. Lol. Wer baut denn so hoch oben eine Tür? Ich kann schweben, aber niemals so hoch. Und du stehst mit beiden Beinen fest auf der Erde. Moment mal. Erde? Das ist es. Etwas ist mit der Erde passiert. Deswegen ist sie jetzt so hoch. Oh, ein Faltkreis. Cool. Das ist eine andere Art jetzt auf einmal. Aber der hier ist anders als die anderen. Vielleicht hat das was mit dem Pergamentor zu tun. Mit dem Erdpergamenttor zu tun. Okay. Muss ich mal an die neuen Bezeichnungen gewöhnen. Aber ist das Erdpergamenttor denn so zu sowas Gemeinem fähig? Vielleicht hat mein Bruder ja diesen Faltkreis benutzt, um es zu beschwören und es gezwungen, dies zu tun. Ich schätze, wir müssen das Erdpergamenttor finden und dann sehen, ob es uns helfen kann. Okay, dann versuchen wir doch mal. Sind wir ganz um das Blumenfeld herumgegangen? Haben wir vielleicht etwas übersehen? Keine Ahnung. Haben wir? Lesen. Panorama Sportpark. Okay. Wir gehen einfach mal ganz herum. Gehen wir hier runter? Offenbar ja. Hier geht's wieder runter. Interesting. Guck mal, da spielen zwei Shy Guys. Mit dem... Hä? Sehr komisch. Ganz um ihn rumgehen. Ich bin noch ganz rumgegangen jetzt. Okay, wir können eigentlich nur weit wieder runtergehen, oder? Das müssen wir aber mal machen. Okay. Dann los. Juhu! Okay, und was ist hier? Können wir auch nochmal runter, aber dann werden wir ewig weit runterfallen, oder? Das sind bloß Shy Guys. Oh nein, und Stachis. Die sind nervig, die Stachis. Die mag ich nicht. Wenn wir den jetzt nach da drehen. Und dann den nach vorne schieben. Dann kann ich die mit dem Hammer auch hauen wenigstens. Wisst ihr, dann muss ich die Stiefel nicht benutzen. Nein, warum? Das ist so merkwürdig manchmal, wirklich. Das ist richtig dumm. Das wollte ich machen, von vornherein hier. Ich habe gar keine Chance gegen die Stachis ohne diese... Ohne diese Metallschuhe, ne? So. Geblockt. Die Stachis machen auch noch fett Damage. Nächstes Ding. Okay, zwei Züge, wir können... Ich kann die Stachis nicht. Das ist super schwierig, ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Komisches Ding. So. Da hüpfe ich kurz auf. Ich werde es tanken müssen einfach. Ich werde hier mit dem Hammer, dass mich die Stachis nicht normal kriegen, so. Was anderes kann ich nicht machen. Oder wahrscheinlich schon, aber ich bin zu doof, ehrlich gesagt. Okay, wie viel kommen da noch von? Okay. So, ordne alle Gegner an. So. So reicht's mir. Toll angeordnet. Er hat mich wenigstens mal gelobt. Toll, vielen Dank. So, hier hau ich rauf. Hab ich das Ganze wenigstens überlebt. Schwupps. Und dann hier dasselbe. Zack. Juhu! Ich weiß auch nicht, ob ich nicht mal die Feuerblume benutzen müsste, vielleicht.
in irgendeinem Notfall, aber ich habe halt das Gefühl, dass wir das nicht brauchen werden. Eines Tages. Krass, uns geht's nicht so gut. Ich würde mal eben den Pilz essen. Echt viele Pilze mittlerweile schon, die wir essen mussten. So, das würde ich mal unterbrechen hier in das Spiel. Bisschen rüde, aber ist mir egal. Zack. Oh je, okay. Gut, das ist ziemlich klar. Ich würde die beiden Stachels nach vorne schieben. Weil... Dann kann ich die nämlich hier mit dem Hammer hauen. Guck mal, wir haben drei Aktionen sogar. Gut, das hat nicht gereicht. Scheiße. Aber ich würde sie trotzdem nochmal hauen. Spitze. Puff. Und dann machen wir das hier auch nochmal. Excellent. Zack. Okay, haben wir gleich verschwunden. Sehr schön. Es ist ziemlich schwierig, das zu blocken. Manchmal. Den richtigen Zeitpunkt abzupassen. So. Okay, da brauchen wir es einmal schieben. Zack. Und da können wir raufhüpfen. So. Einmal, zweimal, dreimal und nochmal. Schwupps, alle tot. Sehr schön. Schlachtboni. Jetzt haben wir ein bisschen Münzen wieder reinbekommen. Okay, cool. Können wir nochmal den Tod retten hier. Ich bin der geballte Ladung Sportgeist sozusagen. Das ist voll sauer, guck mal. Okay, guck mal, ist das zu dieser Röhre gelaufen? Was ist das für eine Röhre? Zeig mal. Wo führt sie hin? Hm. Lol. Das ist die Picknickfahrt. Aber warum? Warum? Das verstehe ich nicht. Das ist eine Abkürzung auf jeden Fall zur Picknickfahrt, aber. Ich gehe mal hier weiter. Ist ja irgendwas. LOL. Guck mal, die fetten Scheigeist. Ah, die haben noch eine rote Murmel. Okay, es ist wahrscheinlich. Kann der mit dem Ball sich auch umdrehen? Nee, kann er nicht. Guck mal, die spielen dann ab zu dem anderen. Guck mal, er kann jetzt nicht dahin abspielen. Tada! Das war easy. Die rote Panzerkugel einem kugelklickenden Unhold abgenommen. Jetzt haben wir schon eine Kollektion aus vier komischen Steinen. Was machen wir denn mit denen? Keine Ahnung, gute Frage. Lol. Ich denke, dass wir jetzt kämpfen müssen erstmal. Ah. Cool. Es ist echt merkwürdig mit den Steinen. Wahrscheinlich sind die irgendeine Art Schlüssel, nehme ich an. Und es ist ja doch interessant, weil hätten wir die nicht alle mitgenommen, hätten wir jetzt nochmal zurückgemusst. Ja, aber ich will die natürlich jetzt nicht noch killen, die fetten Scheigeis. Okay. Das ging klar. Den können wir hier noch überraschen. Ich bin nicht hier! Doch, vielleicht doch. Guck mal hier. Aber es gibt nicht nur Gumpas davon. Das sind so eine Pappmaché-Scheigeis offenbar. Die haben richtig so ein Gerüst. Ich weiß nicht, wie man die Bauart nennt, aber es ist fast so wie Laternen, so ein bisschen, ne? Ich glaube, dass das so das Papier so eine Art so Krepppapier ist, was so, so durchsichtig ist. Ah, krass, das sind Toads. Ja! Gute Laufleistung, Mario. Du musst erschöpft sein. Hier für dich.
Dankeschön. Das hilft wirklich ein bisschen. So, jetzt haben wir ja eine vierte Kugel bekommen. Lass uns mal wieder hochgehen. Vielleicht können wir was damit anfangen. Ich habe auch gar nicht gecheckt, ob ich in Bezug auf die Kugel irgendwas machen kann, eventuell. So. Zack. Vielleicht jetzt. Untersuchen. Sollten wir nicht vorher versuchen, das Erdpergamentor zu finden? Dein Ernst? Ja, ist das nicht das Pergamentor? Oh Mann, ich... Na gut. Dann suchen wir das doch. Das muss ja hier sein irgendwo. Mal hier bei der Platz. Dann gehen wir jetzt weiter. Eventuell hier runter. Das wird aber auch relativ schwierig jetzt mit den Kämpfen. Cool. Guck mal hier. Juhu! Pappmacho! Shy Guy. Nummer 21. Kann ich hier runterhüpfen? Nein. Hätte sein können. So. Aber ist interessant. Wieso sollte ich jetzt zurück zu dem Platz müssen? Wisst ihr? Zu dem Campingplatz. Das frage ich mich halt die ganze Zeit so ein bisschen. Hätte ich gesagt. Und hier sieht es auch aus, als würde ich... Oh! Shit. Pff. Bin ich voll weit runter geflogen. Egal, wisst ihr was? Ich mache einfach an der Stelle kurz eine Verabschiederunde. Das ist auf jeden Fall ein Rätsel, das dauert ein bisschen länger. Aber wir sind ganz gut vorangekommen. Wir haben einige Kämpfe überstanden. Wir sind sogar Game Over gegangen heute. Wir haben das auch mal gesehen. Ich würde jetzt hier die Stelle nutzen, um kurz zu speichern. Und euch zu danken, dass ihr dabei wart. Ich freue mich aufs nächste Mal, wenn wir den Panoramaberg bezwingen. Und bis dahin bleibt gesund und passt auf euch auf, ne? Tschüssi! Juhu!